sind wir am Start wieder von neues Video. Und ich muss erstmal selber lachen, weil ich will unbedingt in Form sein, aber irgendwie durch meinen Unfall habe ich nichts gearbeitet und jetzt suche ich Arbeit. Ich habe die ganze Zeit überlegt, in der Dönerbude zu arbeiten. Das wird mein Traumarbeit, weil ich liebe Döner-Teller. Das ist ja ganz praktisch hier. Ja, zu Personal. Mein Deutsch ist gut, ich habe B1. Ich habe ich bin bereit, sich zu arbeiten, früh und spät. Wochenende auch, ich kann arbeiten. Deine Arbeitstasche? Ja. Yeah. Crank Focus Pro, aber nur 2 Scoop. Warum nimmst du jetzt Booster vor der Arbeit? Bruder, das ist mein Sans, das ist mein letzter Sans. Das muss ich nicht abkacken. Warum ich Crank Focus Pro genommen? Bei der Arbeit, wenn du das nimmst, dann wirst du konzentrieren. Und da kannst du deinen Safe beeindrucken. Was geht? Salam alaikum, Alex. Das ist mein neuer Safe. Was für Safe bist du? Bist du ein chilliger Safe oder bist du anstrengend bei der Arbeit? Ehrlich zu sagen. Diszipliniert. Oder die Schürze für dich? Ich. Also herzlich willkommen bei Jan. Es geht um Kohleatze. In der Stadt, in der ich ohne Atze. Macht man besser Kohleatze. Sonst hast du verloren Atze. Mit der linken Hand gehst du einfach da drauf. Ja. Und dann. Genau. Das ist die Kräutersoße bei uns. Genau, zum Schmieren. Ja, aber das ist so anstrengend, ja? Mach mal ein bisschen so. Du hältst es so hier fest, okay? Ja, ja. So. Jetzt weiß ich, warum du dicker Vorarm hast. Nicht so, nee. Sondern du musst gucken, dass du gerade runtergehst. So. Ja. Mit hier Gefühl startest du, genau, hier startest du. Ja. Einfach. Aber muss man nicht gegen den Fleisch drücken. Nein, ganz mit Gefühl. Ja. McDonald's Hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Ah, okay. So, machen wir jetzt erstmal und machen wir Pause, oder? Wir arbeiten seit 5 Minuten. Ja, aber jeder 10 Minuten muss ich ein bisschen Pause machen. Das ist mein erster Mal. Jetzt reicht's, oder? Kannst du noch ein bisschen reinpacken? Ja, man muss mal ein bisschen sparen. Wir haben jetzt auch viel in Gambia gemacht. Ja, wir haben jetzt Inflation, weißt du. Weil hier haben wir die weiße Soße gut. Ja. Geil, ne? Wie viele Punkte würdest du geben? So, wenn du jetzt als Kunde so einen Döner bekommst? Würde ich ihn auf jeden Fall 9 geben. Also für den ersten Döner ist das... Ja. Das jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Komm. Kannst du eine kleine Pause machen, Bruder? Du hast auch viel gemacht heute. Einen guten Appetit. Einfach Baba. Hier kannst du es breiter machen. Nach links ist breiter und nach rechts ist dicker. Zum Mitnehmen? Ja, genau. Bruder, er will mitnehmen. Hier sind die Pommes Bros. Du musst ein bisschen warten, aber in der Zeit kannst du deinen Salat machen. Und kommt das Zwiebel auch, oder? Nein, ich brauche kein Zwiebel. Kein Zwiebel. Tomate? Ja, ein bisschen. Meine Unterhose ist so nass. So wie beim Meckes, Bruder. So wie Shake. Ja. Und dann machen wir das. Gesalz wird hier nicht. Ja, gesalzt nicht? Nein. Warum? Weil es gibt ja manche Kinder, die sagen, wir wollen kein Salz haben, damit der Salz auch nicht hier drauf ist. Auf dem Teller. Bulli? Vielen Dank, John. Danke, ja. Danke schön. Pass auf bitte. Ja, danke. Ja, ja. Tschüss. Ciao, mach's gut. Und jetzt fragen wir dich selbst, was denkt er? Ja, und der ganz, ganz wichtig ist, Bruder, immer wenn du deinen Döner gemacht hast, dein Jufka, du musst hier immer sauber werden. Kannst du das so hochnehmen zum Beispiel? Ja. Dann, genau. Okay. Jawohl. Kann ich vom unten so? Ja, kannst du machen, da hat dir nachher gefegt. Kannst du mir mal erklären, warum du so gut im Fegen bist und dein Auto aber so aussieht, wie es aussieht? Jetzt brauche ich eine kleine Pause oder was? Kleiner Snack, aber sag dir selbst nichts. Aber ohne Arbeit ist nicht so einfach, wie man denkt. Manche beschweren sich, mehr Zwiebel, mehr das und das, das und das und das und so. Aber. Hey, John! Bruder, was denkst du dir da? Bruder, aber ich habe gut gearbeitet, oder? Hast du sehr gut gemacht, hast du verdient, Bro. Wenigstens auf Höhe. Aber ich finde es sehr gut, dass du es mit der Hand isst. Welche? Ist das einmal mit Fleisch, einmal mit Fleisch. Einmal Fleisch. Er hat mich verarscht. Ja. Perfekt. Danke, gut. Danke, danke. Er hat mich verarscht. Ja. Jetzt gehen wir einfach ein bisschen türkischer Kaffee trinken. Boah, ja, richtig geil, muss ich ehrlich sein.
Ich denke, diese Arbeit kann ich machen auch, Bruder. Aber 6 Stunden kann ich machen. Wirklich, Bruder, ich danke dir und ich wünsche dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier zu arbeiten. Bruder, du kannst jederzeit kommen. Ja. Also wenn du mal vorhast, ein paar Stunden so arbeiten möchten oder so. Wirklich. Ja. Als Kellner, als Pizzabäcker oder als Döner. So. Bester Dönerladenbesitzer in ganz Deutschland. Kriege ich jetzt Cash oder soll ich meine Bankverbindung? Ich habe dich nicht verstanden, Bruder, nochmal. Jetzt bin ich fertig mit Arbeit. Jetzt kriege ich Kasse oder soll ich meine Bankverbindung? Bruder, du hast locker für 50 Euro gegessen, Bruder. Bruder, wer weiß, wie du hinten noch Butler was du gegessen hast. Ja, okay. Das heißt, bin ich jetzt minus, oder? Das zahlst du mir. Dennis, überleg mal. Ich habe gearbeitet und trotzdem muss ich ihm zahlen. Ja, was ich alles gegessen habe, ist 80 Euro, denke ich. 50, das heißt, ich muss dir 30 Euro geben. Ja. War richtig cool. Erfahrung. Und Leute sollen einfach schreiben in die Kommentare, welche Arbeit soll ich am nächsten machen. Meine Träumarbeit wäre auch im Finanzamt.